Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in dieser französischen Stadt angekommen und wir müssen hier alles platt machen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir das mal hier an. So, wir müssen hier weiter alles kaputt machen. Am besten diesen Turm mit den Trebuchets und alle Gebäude hier kaputt machen. Alles klar, Leute. Und Trebuchets, ihr kommt mal bitte nach da vorne. Und ihr... macht mal bitte das hier kaputt. So, die Trebuchets in den Turm. Und ihr macht das hier mal kaputt. So, weiter geht's, Leute. Ganz genau. Und, jo. Und danach sollte die Mission hier eigentlich auch schon gegessen sein, ne? Ich hatte das in der letzten Folge nicht mehr gemacht, weil die letzte Folge halt schon länger als eine halbe Stunde war. Deshalb, ja. Ne? Deswegen jetzt hier. Genau. Doch es gibt Anzeichen, dass Frankreichs Armee nicht weit entfernt unserer Hand. Kommt, Vetter. Auf nach Nell, wo wir den Gegner erspähen und unsere Strategie planen können. Wieso habe ich jetzt... Ah, okay. Alles klar, Leute. Ich dachte schon, hä, warum habe ich jetzt auch immer nur zwei Einheiten Limit? Gut, wir haben Restpunkte, Leute. Die würde ich am besten mal auf die Wirtschaft hier verteilen. So, ich würde sagen, wir machen einfach mal mehr Goldgewinnung. So. Damit wir mal ein bisschen mehr Gold reinkriegen. Und wir müssen jetzt einfach nur mit zwei Mann hier hinten hin. Für die Krone. Für die Krone, alles klar. Bringen Sie Heinrich und zum Westmoorland, zur Furt bei Nestle. Nestle. Alles klar, Leute. Währenddessen bringe ich mal einen kleinen Schluck hier Apollinaris. Ach ja, Leute. Das ist doch ein schönes Spiel hier, Empire Earth. Ach ja, wieder so langsam, ne? So, alles klar, wir sollen hier hin. Mit beiden. Oh, der ist schon da, okay. Von rechts wegen Main. Von rechts wegen Main. Alles klar. Cool. Kommt das... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hört ihr das Bum-Bum? Die Franzosen sind zum Kampf gerüstet. 5:1 die Überzahl. Und alle ausgeruht. Wo hätten wir doch hier 10.000 dieser Männer in England, die heute kein Werk verrichten? Nein, teurer Vetter. Wenn wir sterben sollen, ist groß genug so unseres Landes Verlust. Und leben wir trotzdem, so größer ist der Ruhm. Diesen Tag nennt man das Fest des Crispinus. Ei, Milord. Wer diesen Tag überlebt, der soll im Alter alljährlich ein Fest geben und sagen, morgen ist St. Crispinus. Dann soll er die Narben an seinem Arm zeigen und sagen, diese Wunden sind vom Crispinustag. An seinen Sohn soll der gute Mann dann die Geschichte weitergeben, auf dass man bis ans Ende der Welt an Crispinus stets unserer gedenken soll. Uns wenige Glückliche, uns Schar von Brüdern. Dann sterbe, wer nicht freudig in die Zukunft schaut. So wünscht ihr keine weitere Hilfe Englands mehr? Gottes Wille geschehe. Könnte nur ihr und ich allein, bar fremder Hilfe, die königliche Schlacht gewinnen. 5.000 Mann habt ihr nun abgeschworen. Was besser mir gefällt, als wünschtet ihr uns einen. Die Männer sind vergangen. Gott möge mit uns sein. Boah, diese Bomben da oben, ne? Das ist so krass, Leute. Diese Bomben da oben. Mensch, Mensch, Mensch. Gut, was haben wir jetzt? Wir haben wieder unsere Einheiten. Eliminieren Sie den Großteil von... Mit den Bomben, den die da oben haben, oder was? Seid ihr bescheuert, Leute? Euer Ernst? Das ist doch nicht euer Ernst. Mit den Bombarden, die die oben haben. Ja, die haben Riesenkugeln, Riesenbombenkugeln. Sachsenhunde, ey. Mann, das kann doch nicht gehen. Das ist unmöglich. Nicht mit den Riesenbomben. Aber erstmal müsste natürlich das Trebuchet hier mal heilen. Trebuchet, komm mal bitte zu Heinrich. Kommandeur. Oui. Heil den, los. Das Trebuchet einmal heilen, bitte. Perfekt. Mein Freund.
Oh Mann. Gut, Leute, alles klar. Dann nochmal kurz speichern. Weil ich glaube nicht, dass wir das beim ersten Mal schaffen. Nicht mit den Bombern. Nicht mit den Bombarden da oben, ey. Okay, Leute, die Trebuchets, die bleiben mal hinten. Das ist ganz gut. So. So, hier. Alles klar. Und Trebuchets, bitte auf die Bomben. Bitte macht die Bomben kaputt. Oh, sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Die Bomben, die können wir nämlich gar nicht gebrauchen hier. Los. Macht die Bomben kaputt. Oh, sehr gut, Leute. Egal, ich habe keine Trebuchets mehr. Aber... das ist ein Todeskommando, ey. Das ist wirklich ein Todeskommando. Mein Freund. Ja, der stirbt jetzt gleich hier. Das schafft man... das schafft man nicht, ey. Ein edler Held von England ist gefallen. Was ist der Sieg in Frankreich gegen so einen... ja, was soll man da machen? Wie soll man das machen, Leute? Wir müssen erstmal die Bomben da töten. Oh Mann, Leute. Wie soll man das schaffen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Bisschen komisch gerade auf jeden Fall. Gut. Trebuchets, die sind, glaube ich, das Zünglein an der Waage hier, ne? Puh, wie soll man das machen? Wie soll man das schaffen, Leute? Diese Schlacht. Für Gott und Vaterland. Vielleicht Schritt für Schritt hier vorgehen? Ich habe keine Ahnung, Leute. Die, nee, wenn... puh, das ist gerade echt schwierig hier, ja? Wie macht man das jetzt hier am besten? Ich traue mich gerade echt nicht da rein, ey. Das ist so krass. So. Da ist eine Bombe. Ich kann die Bombe outrangen. Oder was? Nee. Okay. Leute, die Bomben. Trebuchets, machen bitte die Bomben kaputt. Und ihr bitte hier. Franzosenarmee. So, los, Trebuchet. Oh, die Bomben sind weg. Sehr gut, Leute. Boah, diese Bomben. Leute, ich sage es euch, die ziehen so viel ab, die Bomben. Mach diese scheiß Bomben kaputt. So, unmöglich, Leute. Wie soll man das schaffen? Wie soll man das schaffen? Wie soll man das schaffen, Leute? So, Leute. Ah, Schritt für Schritt. Schritt für Schritt, ich merke das schon, Leute. Jetzt macht doch endlich diese scheiß Ritter da kaputt, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, toll. Toll. Wie soll man das schaffen, Leute? Wie soll man das schaffen? Die haben da Bombarden, das geht nicht. Können wir vielleicht Zeitaltersprung machen? Die arbeiten auch nicht weiter, ne? Ah, wobei, Moment. Ich erinnere mich gerade. Wir können vielleicht noch ein paar hier Trebuchets gebrauchen. Dann können wir das vielleicht schaffen, Leute. Boah, also das war... oh, das ist eine Schlacht. Mein lieber Scholli, Leute. Mein lieber Scholli. Nicht schlecht. Nicht schlecht, okay. Alles klar, da müssen wir... wir brauchen einfach mehr Trebuchets. Das ist einfach so. Weil die Bombarden, die müssen direkt weg. Die Bombarden müssen direkt weg, Leute. Boah. Das ist schon... ja. Die setzen sich in Bewegung. Sehr schön. Ihr könnt mal ein bisschen mehr... ein bisschen schneller sein hier. Und mal ein bisschen mehr abziehen, genau. Ein bisschen mehr aushalten könnt ihr auch. So, wir brauchen einfach Belagerungswaffen. So einfach ist das, ey. So, Leute. Trebuchets, kommt mal bitte nach hinten. Nein, nein, ihr seid bitte Team 2. So. Bam, 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 bam. Diese Mucke, ey. So, wisst ihr was? Ich glaube, ihr macht mal so. Ganz genau, Leute. Und ihr Trebuchets, gebt mal bitte hier. Was macht der denn da? Geh doch hier zurück, Mensch. So. So, alle Trebuchets sind fertig. Sehr, sehr gut.
So, falls ihr irgendeine Musik im Hintergrund hört, Leute, meine Frau hört drüben auf unserem Lautsprecher Musik, deshalb, ja. Aber, ja, die brauchen ewig, ne, die Dinger, das ist, ja. Die brauchen so lange, das ist unfassbar. Gut, währenddessen, Leute, trinke ich mir nochmal ganz kurz einen Schluck Apollinaris, also bis gleich. Meine Fresse, Leute, die brauchen echt lange. Aber gut, ich glaube, das ist die einzige Taktik, die ich hier kenne. Also, ansonsten wird das schwierig. Wenn die 5 Tribuchets jetzt nicht reichen, dann wird das echt schwierig. Sind die denn alle geheilt? Wir sind alle geheilt. Ja, Milord? Moment, ich habe eine andere Idee. Ich lauf. Ah, nein, wegen den Bomben. Nein, 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 das ist zu gefährlich. Ach, verdammt, ey. Ich hab so Schiss wegen den Bomben. Das ist so heftig. Gut, Tribuchets. Ich probiere das jetzt mal mit den Tribuchets. Macht ihr einfach mal die Bomben kaputt. Bitte, ey. Diese Bomben, die sind einfach zu krass, Leute. Das könnt ihr doch nicht von mir erwarten, dass sie hier. So, da. Da ist eine Bombe. Und direkt kaputt machen. Boah, so. Und Trebuchet. Hier ist irgendwo noch eine Bombe. Hier links am besten. Oder? Moment, ich guck einfach mal. Wir müssen einfach diese scheiß Bomben wegmachen. So, da ist eine Bombe. Können wir die outrangen? So, da war noch eine Bombe. Da ist noch eine Bombe. Und direkt raus, da raus, da raus, da raus, da raus. Da. Oh. Da hat der einmal geschossen und ja, so. William, komm mal her. Kommandeur? Nee, nicht William. Hier der Herzog, genau. So. Ihr bleibt bitte hier, ihr beiden. Ja, ist egal, kommt. Mit den Trebuchets muss ich unbedingt diese scheiß Bomben da auslöschen, ey. So, Leute. So. Und zack. Bam. Ein Schuss und die sind weg. Tatsächlich, Leute. So. Wir haben jetzt erstmal die Bomben ausgeschaltet. So, das würde ich sagen, speichere ich nochmal. Dass die jetzt erstmal keine Bomben mehr haben, weil die hauen ordentlich rein, würde ich sagen. Die Vorstufe von Artillerie tatsächlich, ja. Die Bomben, Leute. Die Bomben. So, alles klar. Dann können wir jetzt los. Dann können wir jetzt losmarschieren hier. Jetzt, wo sie keine Bomben mehr haben, ist die Armee wirklich nutzlos hier. So. Und hier und hier. Und los. So, Leute. Nichts mehr hier mit Bomben. So. Das war's. Oh, so viele Bogenschützen, ne? Haha, aber wir haben Trebuchets, Leute. Wir haben Trebuchets. So. So viele Bogenschützen, verdammt nochmal. Weißt du was? Zieht euch mal zurück. Zieht euch mal zurück und heilt euch mal. Genau so, Leute. Weil die Bogenschützen, die gehen einem ziemlich auf die Nerven, muss ich sagen. So, jetzt die Bogenschützen. Alle weg. So, alle wegmachen, los. Ah, seht ihr? Jetzt, wo sie keine Bomben mehr haben. Ja. Jetzt, wo sie keine Bomben mehr haben, ne? Können sie nichts mehr hier. Oh nein, 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 nein. Ah, blöde König, ey. Dieser blöde König, wirklich. Ich hasse das. Ich hasse diese Könige, ey. Mann. Egal, Leute. Wir haben es schon fast geschafft gerade. Wir haben echt einen Vorteil jetzt, dass die blöden Bomben weg sind, ey. So. Und hier, das ist bitte Team 2. Und ihr helft da bitte. So, Leute. Und ihr auch. Bitte. Ey, was macht ihr? So, Leute. Hier, schöne Schlacht hier. Los. Bitte auf die Bogenschützen, ey. Ihr schießt bitte auf die Bogenschützen. Die scheiß Bogenschützen, Leute. So. Was macht ihr da? Ja, genau. Macht die Bogenschützen platt, Leute. So. Was ist jetzt mit den Königen da wieder? Der König.
Verdammt nochmal, ey. So, Mann. Scheiß Könige, ey, wirklich. Trebuchets bitte. Alles kaputt machen da. Los. Der König, ey. Aber das ist nur ein König. Ah, ne, die leben beide noch. Okay, sehr, sehr gut, Leute. Alles klar, dann alle hier auf den... auf die scheiß Bogenschützen da drauf. Los. Oh, wir haben's. 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 Sehr schön. Ah, wir haben sie gebrochen. Sehr geil. Frankreich ist wieder unser. Seid nicht so harsch. Viele gute Männer sind an diesem Tag gefallen. Freund wie Feind. Wohlan. Unsere Männer sind tapfer. Doch Tapferkeit scheint's reicht heute nicht mehr aus. Die Engländer hatten keinen Sinn für meinen Witz. Und reizt man sie, so sind sie wie Hornissen. Oh ja, wir haben Frankreich mal wieder besiegt. Ja. So, doch. Dieses Land gehört nun mir. Durch Herkunft und Eroberung. Was sagt ihr dazu? Was gibt es noch zu sagen? Mein Vater bietet euch die Hand seiner Tochter Katharine. Wenn ihr dies Land regieren wollt, wird nur die Hochzeit mit dem königlichen Haus euch legitimieren. Gemach. Ein Mann kann keine schönere Blüte finden. Nichts soll der Heirat noch im Wege stehen. Die Männer hier an meiner Seite und ihre in Ehren gefallenen Kameraden und Franzosen verdienen nicht weniger, als dass wir nun wie Brüder leben. Kein Blut vergießen. Sir, ich schätze unsere Verlobung und die Verbrüderung unserer großen Nationen. Jo, haben wir's jetzt? Haha, wir haben's. Wir haben's, Leute, wir haben's geschafft. Sehr, sehr gut. Oh, hier die Steinschleuder, ey. Oh, das war doch mal mega unfair. Ja, natürlich, der Ritter, der hat sich hier einfach rausgehalten, ey. Hä? Was war denn das hier? Franzose, okay. Wir waren hier und wir sind jetzt auf einmal hier oben. Okay, krass. Ja gut, egal. Leute, wir haben's. Und wir haben diese Mission tatsächlich geschafft. Oh mein Gott, ey. Gut, Leute, dann speichere ich das nochmal kurz unter Briten. Puh, das war schon eine anstrengende Schlacht, ja. Aber wir haben es geschafft tatsächlich. Und wir kommen jetzt, denke ich mal, in das Zeitalter der Steinschlossgewehre. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! Der Krieg gegen Napoleon, Leute. Es ist soweit. Steinschlossgewehre. Alles klar, Renaissance. Sehr schön. Geht jetzt wieder das Video nicht, oder was? Ein Moment. 1808 bis 1814, ja. Sir, ah, jetzt, okay. Der künftige Herzog von Wellington lächelte grimmig ob der bevorstehenden Aufgabe. Der ungestüme, aber brillante General Napoleon Bonaparte hatte fast ganz Europa erobert und sich sogar selbst zum Kaiser gekrönt. Doch mit der Invasion von Spanien und Portugal hatte er sich übernommen. Iberien war zur verwundbaren Stelle des Franzosenreichs geworden. Sir Arthur hatte die schwere Aufgabe, diese Schwachstelle zu treffen. Das Schicksal Europas stand auf dem Spiel, als er zum ersten Mal die Klingen mit Napoleons Grande Armee kreuzte. Entweder wäre es sein Ende, oder er würde als Feldherr die Größe haben, Napoleon zu trotzen. Ah ja, Leute, alles klar. Also es geht wieder mal gegen Frankreich. Das ist ja mittlerweile schon ein Running Gag hier. Okay, alles klar. Sir Arthur Wellesley muss nach Portsmouth reiten, um den Befehl über Truppen und Schiffe zu übernehmen. Wellesley muss überleben. Alles klar, dann nochmal kurz hier die Geschichte für alle, die es lesen wollen. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch mal direkt mal los. Ihr seht die Gebäude, ne? Wir sind schon im Imperialzeitalter. Oh, das wird jetzt cool, Leute. Das wird jetzt cool. Alles klar. So, Leute, dann kommt noch mal eine Cutscene hier. General Wellesley, ihr und eure Truppen sollt in Portsmouth an Bord gehen und nach Portugal segeln. Dort jagt ihr die Franzosen unter General Junot aus Lissabon. Doch Vorsicht! Französische Kriegsschiffe wurden im Kanal gesehen. Da
Danke, Minister. Ich werde die Truppe in Portsmouth inspizieren und es mit der großen Armee Frankreichs aufnehmen. Seht ihr das, Leute? Der hat eine Knarre in der Hand. Der hat eine Waffe. Ja, wir haben endlich Waffen. Wie kann ich zu dienen? Seht ihr das? 145 und 8 Reichweite. Der kann schießen. Macht keine Gefangenen. Ja, wir sind im Im Industriezeitalter sind wir sogar schon. Wir haben das Imperialzeitalter überschritten. Okay. Wir sind in der Industriezeit, Leute. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Wir brauchen aber mehr Wirtschaft. So, definitiv. Wir brauchen mehr Wirtschaft. So. Alles klar, was muss ich jetzt als... Was ist das jetzt hier? Okay, das ist ein komischer Timer. Naja, gut. Egal. Portsmouth reiten und den Befehl über Truppen und Schiffen zu übernehmen. Aber wo ist denn hier? Ah, hier unten. Hier, ah, alles klar, cool. Schaut mal hier, Leute. Britische Infanteristen. Ja, wir haben endlich Infanterie-Soldaten, Leute. Wir haben endlich Infanterie. Oh mein Gott. Und wir haben hier die Kürassiere. Imperiale Kürassiere. Oh, das ist so cool. Schaut mal, hier ist alles, sieht alles jetzt ein bisschen mächtiger aus als das im Mittelalter, ja. Völlig andere Zeit. Schaut euch die Schiffe an. Typische Imperialschiffe, ja. Hi. Willkommen in Portsmouth, General. Infanterie, Dragoner und Kanonen sind bereit für den Transport. Diese Fregatten sind unser Geleitschatz. Sir, französische Kriegsschiffe wurden im Kanal gesehen. Wir müssen die Augen offen halten. Exzellent. Wir setzen sofort Siegel. Als erstes Männer muss Lissabon befreit werden. Dann jagen wir Junot aus Portugal. Ihr hört? Kanonen! Es gibt Kanonen, Leute. Schaut euch die Dinger an. Oh mein Gott, die sind so mega. Bronzekanonen. Ja, Leute, wir haben Kanonen. Richtig cool. Und wir haben hier imperiale Kürassiere, Leute. Und der Schutz gegen Kugeln, wie ich euch ja schon mal erklärt hatte. So, britische Infanteristen haben wir, Leute. Wir haben, ja, richtig coole Einheiten. Darf ich behilflich sein? Wie kann ich zu Diensten sein? So, Leute. Wir haben richtig coole Einheiten hier. Schaut mal. Wir haben hier die Kanonen und alles. Jetzt geht's richtig ab, Leute. Jetzt geht's wirklich... So, dann geht ihr mal bitte alle hier rein. Ankerlichten. So, hier rein, los. Ankerlichten. So, rein da, los. Kann ich hier noch... Was? Ich kann hier nichts bauen, ne, leider. Okay, Leute, egal. Die französischen Besatzer von Lissabon müssen unbedingt besiegt werden. Wellesley und seine Truppen muss seine Porto begleiten. Kann ich Schiffe bauen? Kann ich auch nicht. Was haben wir hier? Fregatten, okay. Boah, viele Sachen hier. Okay. Rudergänger. Ankerlichten. Oh Mann, Leute. Schon cool, ja, so. So, Leute, wie gesagt. Willkommen im Imperialzeitalter. Oh mein Gott, das wird so cool. Das wird so cool, ich sage es euch. So, wir müssen nach Portugal, ne? Oh Gott. Ja, dann, nicht immer auf meine Transporter. Seid ihr verrückt? Leute, lasst uns Transporter in Ruhe. So, Leute. Ganz genau, erste Seeschlacht hier schon mal gehabt. Das sieht so cool aus. Okay, weiter geht's, Leute. Weiter geht's mit unseren Imperialschiffen. Volle Breitseite, jawoll. Volle Breitseite. Oh Mann. Okay, alles klar. Französische Kriegsschiffe. Boah, seht ihr das? Diese seitlichen. Ja, die schießen jetzt schon ein bisschen was Kräftigeres. Die schießen jetzt schon ein bisschen was Heftigeres als ein paar Pfeile und ein paar Steine. Die schießen jetzt Metallkugeln. Ja, das ist so, ja, das ist so der Fortschritt. Ne? Feuer die Breitseite, ganz genau. Männer, wir sind in Lissabon. Jetzt vertreiben wir die Franzosen und befreien die Stadt. Alles klar, dann geht mal drauf da. Alles klar, so, zack. Dann los. Alles klar, dann vertreiben wir mal die Franzosen mal wieder hier. Oh, die haben auch hier. Schaut mal. Grenadiere. Leute. Grenadiere.
Sehr, sehr cool, Leute. Die schießen. Wir haben Schießpulvereinheiten. Oh mein Gott, schaut euch die an, ja? Und die Reiter, die machen die sowas von kaputt. Lissabon ist wieder frei. Aber seid wachsam, Männer. So. General Junot wird einen Gegenangriff planen. General Junot. Komm schon. Als nächstes müssen wir General Junot aufspüren und aus Portugal vertreiben. Minister? So, die Kanonen mache ich mal bitte auf als Team 2. Oh, das ist so cool, Leute. Oh, Pferde. Okay. Die Kanonen. Hohoho, schaut euch das an, Leute. Imperiale Schlachten, oh mein Gott. So, alles klar. Für St. Georg, okay. Gut, alles klar. Ah, da sind noch mehr. Ach du Scheiße, Leute. Ach du Scheiße. Das sind aber ganz schön viele, du. Muss ich sagen. Ey, hallo? Kanonen? Oh. Er erwartet euch. Oh. Ach, der ganze im Kreis reitet, okay. Ja gut, alles klar. Was willst du? General Junot, Portugal kann nicht in französischer Hand bleiben. Ergebt euch und ich garantiere freies Geleit nach Frankreich. Ich akzeptiere. Ehrenhafte Kapitulation ist keine Schande. So sieht's aus, Junge. Und tschüss. Tschüss, Franzosen, ey. Mann. Gut. Okay. Aber das war's doch noch nicht. 1808 hat General Wellesley die Franzosen aus Portugal vertrieben, aber seine großzügigen Bedingungen für Junot lösten daheim in England einen Aufschrei aus. General Wellesley hätte den Franzosen nicht gehen lassen dürfen. Eine Schande ist das. Und ich sage, sein Feldzug war brillant. Er hat ehrenvoll gehandelt und uns den Sieg über Frankreich gebracht. Trotz der Kontroverse erhielt Sir Arthur binnen Jahresfrist wieder den Auftrag, Portugal zu schützen. Mit den Ressourcen der portugiesischen Krone und neuen Mitteln von zu Hause gab man ihm eine neue Mission. Besiegt die französische Armee bei Talavera in Spanien. Wieder gegen Frankreich. Oh Mann, ey. So, Leute, okay. Wir haben wieder mal was gegen Franzosen. Okay. Alles klar, Leute, aber ich glaube... Mein König, für König und Vaterland. Haben wir jetzt hier die Kontrolle? Wir können... Oh mein Gott. General Wellesley, melde gehorsamst, die spanischen Rebellen in Badajoz wollen sich euch anschließen. Doch erst müsst ihr bei der Belagerung und Eroberung von Badajoz helfen. Okay. Da wollen uns Leute helfen, okay? Ja gut, dann machen wir das mal. Bürger? Ich habe hier jede Menge Bürger, ne? So, die können mal alle mal Holz hacken. Die können alle mal Holz hacken und... Mensch, die Kanonen sind Team 2. Okay, Leute, ihr seid voll. Kann ich hier was bauen? Ich kann was bauen, Leute, tatsächlich. Oh mein Gott, ich kann was bauen. Wir haben hier britische Infanteristen. Wir haben Hellebardiere, Leute. Nahkampfeinheiten gegen Pferde, ganz gut. Handkanoniere? Ja, die haben eine Kanone in der Hand. Richtig geil. Die schießen nach oben und kommen dann wieder runter. Arzt? Wir haben einen Arzt. Cool. Und wir haben Elite-Gardisten. Gut. Ich würde sagen, was nehme ich denn da? Ich nehme mal Nahrungsmittel Eisen. Elite-Gardisten einfach. So, haben wir... Hohoho, Leute, schaut mal die Bombarde, die wir beim letzten Mal gesehen haben. Mit den Franzosen. Die können wir jetzt auch bauen. Wir können Serpent bauen. Wir können Bronzekanonen bauen. Wir haben alles Mögliche zur Verfügung jetzt. Oh mein Gott, Leute. Und wir können hier unsere Dragoner und imperiale Kürassiere bauen. Oh mein Gott, Leute. Das ist so geil. Geile Sachen, die wir jetzt bauen können. Wirklich richtig geile Sachen, Leute. Dann würde ich sagen, baue ich einfach noch ein paar Kanonen. So, alles klar. Ja, jetzt sind wir so in dem Zeitalter von Age of Empires angekommen hier. Ja. Wir haben keine Nahrung. Haben wir hier keine Nahrung? Was? Na gut. Du oder ihr? Ihr macht mal bitte... Moment, nein. Macht mal eine Mühle. Einfach mal eine Mühle hier hin. So. Ihr helft mir bitte. So, am besten noch zwei Stück da hinten helfen. Alles klar, Leute. Da kann ich den Rest noch mit Bürgern
Ja, eigentlich zum Holz schicken, ne? Gut, Leute, wir haben weitere Punkte. Da würde ich sagen, machen wir einfach mal... Das ist so teuer, die Steingewinnung. Aber die Türme, die können wir mehr aushalten. Genau. Und mehr Angriff. So, zack. Sehr schön, Leute. Alles klar. Sehr geil. Wirklich geil. So, dann würde ich mal sagen, die Bürger, die jetzt noch nichts zu tun haben, die gehen mal zum Holz, würde ich mal sagen. Oh, das passt sogar ganz... Das passt sogar genau, Leute. Das ist doch unglaublich. Fatzen, genau. Alles klar, dann brauche ich noch mal ein paar Bürger beim Holz. Alles klar, Leute. Dann würde ich mal sagen, die Folge ist schon wieder voll. Oh mein Gott. Alles klar, Leute. Würde ich sagen, speichere ich das unter Briten. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Er würde mich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.